Du hast mich bitte in die Opferrolle gestellt. Ich bitte dich. Es war einfach nicht schön von dir. Auch jetzt? Ja, natürlich. Ich fand das einfach nicht schön, wie du mich verurteilt hast vor 5000 Menschen. Hab ich nicht. Doch. Oh mein fucking Gott. Und dann ziehst du mir noch live ein YouTube-Video ein und lachst darüber? Was soll das? Wo hab ich aber gelacht? Das check ich jetzt auch nicht. Guck dir die Replays an. Das ist voll. Da kannst du die angucken. Shelly und Zeit. Dann sieht man, wie du das YouTube-Video guckst und lachst. Sorry, aber für mich war das auf jeden Fall ein Angriff, als wir live waren. Wenn du schlechte Dinge machst, weil du dich schlecht darstellst und wenn ich das im Live thematisiere, das ist dein Problem. Wenn du in der Vergangenheit was Scheiße gemacht hast, dann ist das dein Problem, nicht mein Problem. Ey, merkt ihr nicht dieses dein Problem, dein Problem? Fangt doch erstmal bei euch selber an. Oh Gott, Daniel, bitte sei leise, wer bist du? Psycho? So, sie will sagen, dass ich schlecht bin, weil ich auf ihre schlechte Taten reagiert habe. Versteht ihr die Situation? Ich erkläre es nochmal. Sie war sauer darauf, dass ich auf ihre schlechten Taten reagiert habe. Das ist einfach Definition von manipulieren. So, meine Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Mit dem letzten Video habe ich auf jeden Fall für sehr viel Verwirrung gesorgt. Es ist wirklich nach diesem Video gestern sehr viel passiert. Und ja, ich bin auf jeden Fall von einigen sehr, sehr enttäuscht. Sehr, sehr enttäuscht. Ich habe eine Frage an euch. Traut ihr mir sowas zu? Jetzt mal Hand aufs Herz. Denkt ihr ernsthaft, ich würde von irgendwen seinen Sohn den Namen erwähnen? Oder, keine Ahnung, den Namen von Shellys Sohn einfach so erwähnen? Um Gottes Willen würde ich niemals machen. Was kann das Kind dafür? Der Name Adrian spielt aber eine sehr, sehr wichtige Rolle in ihrem Leben. Adrian ist eine Person in ihrem Leben. Boah, ich kann das jetzt nicht einfach so raushauen. Ich weiß ganz genau, wenn ich Adrian sage in meinen Videos, weiß sie ganz genau, dass ich alles weiß, von Kopf bis Fuß, von links nach rechts. Ich weiß alles, ich weiß jede Geschichte. Das ist der Grund, weshalb ich den Namen andauernd wiederholt habe. Adrian, Adrian, Adrian. Schöne Grüße an Adrian, ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe das alles bewusst gesagt, aber ich bin von sehr vielen wirklich enttäuscht, so dass ihr wirklich mir sowas zutraut, dass ich wirklich den Namen von Shellys Sohn droppe. Einfach so. Denkt ihr ernsthaft, ich würde sowas machen? Hand aufs Herz, bitte. Ich habe doch auch in den letzten Videos erwähnt, ich würde niemals irgendwie den Namen oder ein Bild von ihm einblenden. Nie im Leben würde ich das machen. Nie im Leben. Was kann das kleine Kind dafür? Aber egal, wiederum denke ich mir, ey, guck mal, jeder Zuschauer hat seine eigene Meinung und ich finde das geil. Ich finde das stark. Jeder Zuschauer soll seine eigene Meinung haben. Jeder Zuschauer sollte nicht einfach irgendwem blind hinterherrennen. Das ist sehr, sehr wichtig. Deswegen, ich küsse eure Augen. Dankeschön, dass ihr mich auf meine Fehler aufmerksam macht. Aber das war hier kein Fehler. Ich habe es bewusst gemacht. Ich habe bewusst die Leute getriggert, ja? Ich habe nicht umsonst den Namen 1000-mal wiederholt, meine Freunde. Denkt ein bisschen logisch nach, ich küsse eure Augen. Trotzdem, ich finde das sehr, sehr süß, wie Leute mich auf jeden Fall verteidigt haben. Ich küsse doch eure Augen, Walla, wie süß kann man sein. Dennoch, wenn ich in naher Zukunft mal Fehler machen sollte, macht mich auf meine Fehler aufmerksam. So, ich find's gut. Damit das klar ist, Shellys Sohn heißt nicht Adrian. Aber der Name Adrian, wenn der fällt, schaut mal in Shellys Gesicht an. Sie weiß ganz genau, ich weiß alles. Alles. Und ich sag euch ehrlich, in der Vergangenheit hat sie versucht, uns unnormal zu triggern, hat versucht, Gerüchte auf die Welt zu bringen. Ja, ich will nicht wissen, was ihr gemacht hättet an meiner Stelle, wenn ihr diese Informationen hättet. So, ich bin doch wirklich lieb. Ich sag euch ehrlich, ich halt noch wirklich meine Fresse. Ihr wisst gar nicht, was für eine Kacke hier abgezogen wurde. Ihr wisst gar nicht. Deswegen bleibt von Anfang bis zum Ende am Start. Ne, ist doch auf jeden Fall jetzt sehr viel passiert. Ihr hattet irgendwie Beef mit diesem Zeit. Kennt ihr Zeit? Ich hab den ja Abu Zeit genannt. Ja, was ich euch aber damit sagen möchte, ist, ich bin stolz auf euch alle. Wallah, ich bin stolz auf euch alle. Wenn ich Fehler habe, macht mich auf meine Fehler aufmerksam. Wir sind alles Menschen, wir machen alle Fehler. Aber wie gesagt, das war kein Fehler, das war bewusst gemacht worden. So, ich habe bewusst gesagt, schöne Grüße an Adrian, ich hoffe, dir geht's gut. Adrian ist aber nicht der Sohn. Aber haltet euch fest, schaltet die Glocke ein, lasst auf jeden Fall ein Abo da, falls ihr noch nicht abonniert habt. Das, was jetzt in naher Zukunft passieren wird, Wallah, niemand ist dafür bereit. Ich sag's euch, wie es ist, niemand ist dafür bereit. Ich habe sogar Wallah gesagt. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ihr habt diese Finalteile gesehen, die waren krank. Das heißt auch abseits vom Finale. Das hat eigentlich gar nichts mit Finale zu tun, denn das, was passieren wird, Bruder, das ist schon, Bruder, man sollte davor mehr Angst haben als Kane damals 2003, Bruder. Weißt du, was ich meine? Aber egal, Leute, was soll ich euch dazu sagen? Besorgt euch Chips, Meeps, Deeps, Popcorn, lehnt euch zurück und genießt einfach nur dieses Video. Bleibt von Anfang bis zum Ende am Start. Es wird wild. Viel Spaß. Du hast mich bitte in die Opferrolle gestellt. Ich bitte dich. Es war einfach nicht schön von dir. Auch jetzt? Ja, natürlich. Ich fand das einfach nicht schön, wie du mich verurteilt hast vor 5000 Menschen. Hab ich nicht. Doch. Oh mein fucking Gott. Und dann ziehst du mir noch live ein YouTube-Video ein und lachst darüber? Was soll das? Wo hab ich aber gelacht? Das check ich jetzt auch nicht. Guck dir die Replays an. Das ist voll. Da kannst du die angucken. Shelly und Zeit. Dann sieht man, wie du das YouTube-Video guckst und lachst. Ja, wahrscheinlich, weil ich diese ganze Sache nicht ernst nehmen konnte. Ja, Shelly, er hat sich meine Videos angeschaut. Alle Videos, die ich ja über dich gedreht habe, entspricht ja irgendwo der Wahrheit. So, außer jetzt das letzte Video habe ich ja extra gemacht. So, das war einfach nur, ich wollte dich provozieren. So, und ich habe es auch geschafft. Er hat meine Videos gesehen und hat gelacht. Das ist ja alles schwarz auf weiß bewiesen worden. Ich habe ja nicht einfach irgendwas aus meinem Arsch gezogen. Da wurden ja Videos eingeblendet. Das ist ja alles öffentlich passiert. Ich feiere das halt einfach nicht. So, zum Beispiel, du bist auch mit, ich habe nichts gegen Sarah GBS, wir haben uns vertragen, alles gut. Du gehst mit Sarah GBS live, sie erzählt dir auch Sachen und so. Obwohl da auch voll viel Shitstorm bei der war, aber mit der bleibst du live. Weißt du, was ich meine? Junge, warum bist du immer so eifersüchtig? Ja, ich verstehe das.
das nicht, ey. Wie kann man so eifersüchtig sein, ja? Wenn sie mit Sarah GBS live gehen möchte, dann lass sie doch live gehen. Tamam, irgendwo hast du recht, ne? Wie kann man mit deiner Sarah GBS live gehen? Wallah, dieses Mädchen schreit ja nach Aufmerksamkeit. Die sagt ja, bitte gib mir Aufmerksamkeit. Alles schön und gut, verstehe ich dich auch irgendwo. Aber ey, die Fehler, die du gemacht hast und die Sachen, die du getan hast, das kannst du doch nicht mit Sarah GBS vergleichen. Wieso vergleichst du dich überhaupt mit Sarah GBS? Sarah GBS ist in meinen Augen noch ein Kind. So, ist es so. Du bist doch kein Kind mehr, oder Shelly? Wie kannst du dich mit einer Sarah GBS vergleichen? So. Guck mal. Ich gehe zum Beispiel mit Barella live, bei mir schreiben Leute nicht nein. Ich gehe mit Sarah GBS rein, die schreiben nicht nein. Bei dir haben die alle nein geschrieben, deswegen habe ich so reagiert. Du kannst mich weiterhin urteilen und sagen, dass ich schlecht bin oder so, aber ich habe nur so reagiert, weil ich überfordert war, weil alle nein geschrieben haben. Punkt. Und dann sag wenn mal, du dich wegen mir so angegriffen fühlst, dann ist es wirklich dein Problem, weil ich habe dich nicht angegriffen. Zumal die das jetzt auch gerade öffentlich klären, ne? Ja, nee, Shelly, wenn es dich wirklich interessieren würde, wenn dich das wirklich stören würde, hättest du sie privat angerufen. Du kannst über Daniel, ne? Daniel ist ja gut mit Zeit, denke ich mal. Man hätte das irgendwie hingekriegt, dass ihr das privat klärt. Aber nein, ihr macht bewusst diese Sachen öffentlich, weil ihr ganz genau wisst, ey, die Leute werden das aufnehmen, das kommt auf For You-Page, ihr werdet wieder Gesprächsthema. So, und Shelly weiß das auch. Shelly ist nicht dumm. Wallah, Shelly ist nicht dumm. Sie macht das auch irgendwo schlau. Taktik, Bruder. Aber die soll dann nicht bitte von Realness sprechen. Die soll dann bitte nicht ein auf scheinheilig tun, ja? Sag doch, dass du das für Aufmerksamkeit machst. Sag doch, du möchtest Aufmerksamkeit. Ich geb dir Aufmerksamkeit, Shelly. Gar kein Problem. Sorry, aber für mich war das auf jeden Fall ein Angriff, als wir live waren. Wenn du schlechte Dinge machst, weil du dich schlecht darstellst und wenn ich das im Live thematisiere, das ist dein Problem. Wenn du in der Vergangenheit was Scheiße gemacht hast, dann ist das dein Problem, nicht mein Problem. Ey, merkt ihr nicht dieses dein Problem, dein Problem? Fangt doch erstmal bei euch selber an. Oh mein Gott, Daniel, bitte sei leise. Wer bist du? Psycholog? Nein, wie wer bin ich? Wie wer bin ich? Ich meine, ich will doch nur, dass ihr einfach euch nicht bekriegt. Wie, wer bin ich? Ich will einfach nur, dass ihr euch beide nicht bekriegt. Das ist doch so. Ja, ne, irgendwo habt ihr auch recht, Daniel, ne? Ich küsse doch deine Augen. Walla, ich merke, oh, Daniel ist eigentlich voll der ruhige, liebe Junge. So, ich will ihn jetzt auch nicht verteidigen, aber na komm, ich kenne den nicht so richtig. Aber so das, was man bis jetzt öffentlich gesehen hat, Bruder, der Typ ist für Frieden. Aber, Daniel, Bruder, wenn du doch wirklich so für Frieden wärst, so klärt ihr das nicht privat? So klärt ihr das nicht privat? Ah, warum wohl? Weil ihr dann live mehr Zuschauer bekommt, hä? Bruder, erzählt mir doch nichts. Seid doch einfach ehrlich, Bruder. Das ist doch gar kein Problem. Seid doch wenigstens ehrlich. Walla, ihr seid fame geil. Es ist so, ihr seid richtig fame. Geld. Das ist nicht besser. Wie, ich mach das nicht besser? Ich versuch doch, Leute, ey, Digga, ich küsse. Ja, okay, ich geh einfach, Digga. Und außerdem finde ich es weniger schlimm, mit jemandem schlechten live zu gehen, als ich selber was Schlechtes machen, wie zum Beispiel sich darüber lustig zu machen. Du sagst, ihr Lachen ist so schlimm gewesen bei YouTube, diese Videos. Warum hast du das dann lustig gefunden, dass jemand versucht hat, sich... Ich habe mit der Person schon privat gesprochen und wir haben das geklärt, das muss man gar nicht jetzt raufholen. Meine Vergangenheit muss man gar nicht hier rausholen. Ich habe aus diesen Fehlern gelernt. Deine Vergangenheit? Aber na komm, das sind keine 10 Tage her, ich bitte dich, ja. Und apropos, ich habe mit Madina nochmal danach geschrieben. Madina weiß nichts davon. Also soweit ich mit Madina gesprochen habe und ich muss wirklich sagen, Madina ist ein wirklich korrektes Mädchen, Alter. Kam sehr korrekt rüber, kann ja sein, dass sie auch ihre Fehler hat, keine Ahnung. Aber im Gegensatz zu Shelly kann man mit ihr reden, wisst ihr, wie ich meine? Und keine Ahnung, Madina hat dort gar nicht verstanden, was du da gelabert hast. Angeblich geklärt, dies, das, tralala und das, ja. Angeblich Fake Beef hattet und dass der Beef bewusst gemacht wurde, damit ihr noch mehr Aufmerksamkeit bekommt, war auch eine Lüge. Alles war einfach eine Lüge, Restman. Wollte dich ja auch nicht angreifen, aber du greifst mich die ganze Zeit an, dann. Ich greife dich nicht an. Ich sage dir nur mein Problem und sage, hey, ich fand das nicht schön, vor 5000 Menschen sowas zu sagen. Du hättest einfach sagen können, hey Shelly, hier schreiben sehr viele Nein. Kannst du mir vielleicht bitte etwas erklären? Was ist denn los? Und ich, ja, ich gucke mir auf jeden Fall an, was du gemacht hast und dann urteile ich, ob ich mit dir nochmal live komme oder nicht. Du wirst von mir hören. Es ist doch ihr gutes Recht, Amina Koim. Sie möchte vielleicht mit dir nicht live gehen. Vielleicht möchte sie sich anschauen, mit was sie gerade live gegangen ist. Bro, die machen das nicht alle unbedingt für Aufmerksamkeit wie du. Die müssen nicht unbedingt mit jedem live gehen, nur damit die Zuschauer bekommen. Bruder, ich sag dir ehrlich, mal YouTuber und TikToker kannst du so oder so nicht vergleichen. Das sind komplett zwei verschiedene Schuhe, ne? Auf TikTok kann man irgendwie jeden treffen. TikTok ist Tam, Wundertüte, Amina Koim. Denkt ihr wirklich, ich würde mit jemandem drehen, wo ich weiß, der Typ ist falsch? Wo ich weiß, der Typ hat das gemacht? Wo ich weiß, der Typ hat auf jeden Fall sich lustig gemacht über eine Person, die... Gedanken hat. Denkt ihr wirklich, ich würde da mit denen drehen? Auf gar keinen Fall würde ich nicht. Und vor allem nicht in so einer kurzen Zeit. Du hast es ja vor nicht einmal 2 Wochen getan. Shelly, weißt du, was ich meine? Du redest das immer so klein. Aber na komm, die macht aus einem Tag ein Jahr. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, dann lass doch mal ein bisschen Zeit vergehen. Mach doch mal eine längere Pause und komm dann wieder. Vertrau mir, hast du mehr von. Die Leute nehmen dich dann auch mehr ernst. So, aber so kann dich keiner ernst nehmen. Es ist so. Niemand haben oder so. Und Shelly, guck mal, was mein Problem ist. Was mein Problem ist, ich hasse es, wenn man sich in Opferrolle reinsteckt und dann mich darstellt, als wäre ich der Böse. Stark!
Abu Said, Big Said. Ich schwöre, Bruder, richtiger Batista-Lang. Guck dir den mal an. Ey, ich will Universum sehen. Bruder, Universum Boxing. Shelly gegen Abu Said. Ey, ihr wisst, ey, was wird da abgehen, Bruder? Jetzt Hand aufs Herz, Bruder. Dergeh, stell mal vor, so eine Bombe von Abu Said, Land. Dergeh, guck mal, Abu Said, sein Kopf an, Land. Dergeh, stell mal vor, der gibt Kopfnuss, Land. Aber nachdem, ich glaube, wenn Said der einen Kopfnuss geben würde, dann, die würde denken, die lebt in einer Simulation. Wer bist du, dass ich von dir hören muss? Ich bitte dich. Nicht, weil ich was Besseres bin, sondern weil ich mich dann bei dir privat gemeldet hätte. Warum? So musst du auch ja nicht. Aber warum soll ich auch noch drauf warten? So, ich meine, hallo, also sorry. So was sagt man einfach nicht. Das hat mich sehr verletzt, weil ich dich unnormal gefeiert habe. Ich habe dich behindert gefeiert. Ich habe jedes Mal gesagt, ich will unbedingt mit Zeit bleiben. Ich finde Zeit so cool. Ich habe dir geschrieben. Ich verstehe einfach nur nicht, warum man sich so bequem... Ich verstehe, warum sie was... Ich verstehe alles, was sie sagt. Ich verstehe alles, was sie sagt. Schade einfach. Sehr schade. Ich verstehe alles, was sie sagt. Ich verstehe alles, was sie sagt. Zeit, ich feiere dich. Du hast sehr schlimme Dinge gemacht. Ich bin das Opfer hier. Du bist nicht cool. Du bist nichts was Besseres als ich, als hätte ich das gewollt. So, ich habe sogar kommentiert bei diesem einen Video. Provozierst du mich jetzt mit sowas? Ich provoziere mich. Du regst mich gerade sehr auf, weil ich habe sogar kommentiert, Leute. Nein, aber ey, ich verstehe Abu Said. Abu Batista Said, ich verstehe den. Ich sag dir ehrlich, Bruder. Aber das ist Shellys Masche. Sie sieht ihre Fehler nie ein, Bruder. Sie versucht das immer so umzudrehen, als wären wir die Bösen. Bruder, das macht sie andauernd. Das hat sie bei jedem gemacht. Das sind einfach narzisstische Züge. Ich sag's euch, wie es ist. Dann gib doch einmal zu, dass du Fehler gemacht hast. Gib doch einmal zu, dass du kein Unschuldslamm bist. Weil Menschen machen Fehler, aber wie kann man so viele Fehler machen, ja, und seine Fehler nicht mal einsehen, ja? Du willst sehen, was ich mit dir machen werde. Ja, richtig. Auf jeden Fall, ich möchte den Grund wissen, warum du mich gesehen hast, danach so eine Fresse gemacht hast, als hätte ich gefühlt, was auch immer ich gemacht habe, dass du mich so sehr... Also weißt du nicht, was du gemacht hast? Ich bin mit dir live gegangen. Genau. Alle haben geschrieben, nein, 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 oh mein Gott, nein. Und nein, jetzt? Ich so. Und dann war ich überfordert. Ich war so, okay, was ist jetzt hier passieren? Weil ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, was du getan hast, was auch immer. Ja. Und danach habe ich gesagt, ich muss außerhalb vom Live schauen, was du gemacht hast. Und warum? Und warum? Weil sie wissen möchte, mit was für einer Person die gerade live ist. Hä, hey, was ist denn daran jetzt so verwerflich? Was ist jetzt daran so schlimm, hä? Das ist doch klar, Bruder. Normale Menschen ticken so, Bruder. Normale Menschen ticken so. Normale Menschen wollen wissen, mit was für Leuten die gerade live gehen. Junge, 99% von TikTok macht das nicht. Ich weiß, 99% von TikTok, die gehen einfach mit jedem live, Bruder. Das ist einfach am Kreuzfahrtschiff, Bruder. Die gehen einfach mit jedem live am Nachkommen. Ist ja nichts Neues. Bruder, du kannst auf einmal mit irgendwelchen bekannten Rappern live gehen. Voila. So auch. Ich finde das richtig traurig, Bruder. Dann am Nachkommen, Leute gehen mit Lil Pump live. Dann morgen, ich gehe mit Will Smith live. Weißt du, was ich meine? Bruder, so unwahrscheinlich ist das nicht mehr. Weil wenn ich bin mit jedem live, keinen juckt das. Keinen juckt das. Mich juckt das, wenn du zum Beispiel rassistisch bist, dann möchte ich nicht mit dir live gehen. Ich bin aber nicht rassistisch. Habe ich nicht gesagt, aber zum Beispiel, wenn du es wärst, ich weiß ja nicht, warum die dein geschrieben haben. Aber du gehst mit Leuten live. Ne? Und das sogar voll oft. Hey, und ich hab dich nicht mal angegriffen. Ich hab, weißt du, das Krasse ist, ich hab dich unnormal gefeiert. Kannst sogar auf Insta gucken. Ich hab dir voll oft geschrieben, ich feier dich und so. Ich hab mich so gefreut, als du mir eine Anfrage geschickt hast und ich mit dir live gegangen bin. Ich so, hey, ich war auch sehr, sehr respektvoll zu dir, sehr, sehr nett. Und dann sitzt du da wie ein Richter. Ja, ich muss erstmal gucken und Fakten gucken, wer du überhaupt bist. Das Ding ist, diese Aussage kam halt wirklich eklig rüber, aber ich meine es halt nicht so mäßig, so, ich bin ein Richter oder so, oder ich bin abgehoben. Ja, aber so kam das rüber und sowas macht man nicht. Tamam, sowas macht man nicht. Aber macht man das, was du gemacht hast, Shelly? Reicht doch, Tamam, reicht doch. Zieh den Jungen doch jetzt nicht runter, ja? Diesen Abu Said, diesen Abu Batista Said. Tamam, reicht doch. Wallah, sie stellt sich in die Opferrolle, ha? Shelly stellt sich hier ganz klar in die Opferrolle. Sie versucht, ihn schlecht darzustellen, 100%. Ja, ne, macht doch dieses Thema einfach zu und fertig ist. Ja, ne, klärt das doch privat, wenn ihr wirklich so ein Anliegen habt, Digga. Sie kennen, Bruder, alles Bluff. Wallah, diese Menschen Bluff, Bruder. Leute, die auf TikTok ihre Streitigkeiten klären, Bruder, das ist nicht echt. Es ist nicht echt, das ist einfach nur für Aufmerksamkeit. 100 Millionen %. Sowas macht man nicht. Meine Leute haben auch geschrieben, geh raus, blabla. Ich höre nicht auf die, weil du bist ein Mensch. Ich möchte dich gerne kennenlernen und gucken, wer du bist. Ohne viel Wallahi oder ich schwöre auf das oder ich schwöre auf dies oder ich schwöre... Ne? Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Ich möchte gerne gucken, wie du bist, was du machst. Lüge. So, ich muss nicht außerhalb gehen und YouTube-Videos gegen mich gucken. Hast du auch in deinem Livestream gemacht. Du hast von einer Person YouTube geguckt und hast gelacht darüber. Ich hab das gesehen, kannst du eingeben bei For You Page, das kam da auch raus. Dann hast du die YouTube-Videos angeguckt und hast gelacht darüber, das macht man nicht. Das ist nicht schön.
Deswegen gebe ich mir das hier nicht. Da gibt's auch gar nichts zu klären. So, es ist einfach nicht schön. Ich gebe jedem die Chance, sich zu zeigen. Ich möchte jeden persönlich kennenlernen. Tamam, ihr Terramanakoim, die hält noch ein ganzes Gedichtbrüll, die hält noch ein ganzes Referat. Und soll ich dir mal sagen, wieso sie gelacht hat über meine Videos? Weil sie es lustig fand. Und jetzt, was daran jetzt so schlimm? Amanakoim, was jetzt daran so schlimm? Sanki, die hat irgendwas Schlimmes gemacht. Sanki, die hat einen Skandal ausgelöst. Das, was man über dich sagt, entspricht leider der Wahrheit. Boah, die reden jetzt gerade alle darüber, dass ich ja den Namen von den Sohn angeblich gesagt habe. Adrian ist auf jeden Fall ein bestimmter Mann in ihrem Leben. So ist nicht ihr Vater, ne? Aber ist auf jeden Fall eine bestimmte Person. So, wisst ihr, was der machen könnte? So, ja, ich will es gar nicht erwähnen, scheiß drauf. Hätte Shelly diese Information von mir, ne? Ja, ne, wäre das wirklich umgekehrt. Junge, Shelly, die wird YouTuberin werden. Ich hoffe, alles, boah. Shelly wird jeden Tag ein Video über mich hochladen. 100 Millionen %. Aber ich bin noch korrekt, ich bin noch lieb. Ich versuche dich anders zu triggern. Ich versuche dir Nachrichten zu schicken. Weißt du, was ich meine? Wenn ich dir sage, schöne Grüße an Adrian, ich hoffe, dir geht's gut, dann weiß sie ganz genau, wer gemeint ist. Ich habe so einen großen Jara. Die weiß ganz genau, wer gemeint ist. Und das war auch mein Ziel. Ich habe auch das Recht dazu, sowas zu sagen. Ganz einfach. Was du uns vorgeworfen hast, öffentlich sogar, hast versucht, irgendwelche Gerüchte auf die Welt zu setzen. Ich will jetzt gar nicht das Thema nochmal aufmachen, aber du hast übertrieben. Fertig. Und wir sind noch lange nicht fertig. Irgendwie musst du dich da gerade machen. Und mit einer ganz leichten Entschuldigung vor Kamera angeblich weinen, bringt das auch nicht viel. So, das hast du nur gemacht, weil du ganz genau weißt, ey, die Leute stehen nicht mehr hinter dir. So, ich werde nicht über dich urteilen, nur wegen paar Videos, paar Gerüchten oder was weiß ich was. Aber mich so zu verurteilen, zu sagen, Hab ich nicht. Ich muss erstmal gucken, wer du bist. Hab ich nicht. Sorry, nee. Hab ich nicht. Wann habe ich dich verurteilt? In dem Livestream. Guck ihn dir gerne nochmal an. Ich habe gesagt, bei mir schreiben alle negative Dinge rein. Ich habe gar keine Ahnung, warum sie das machen, habe ich dir genauso gesagt. Dann habe ich gesagt, ich werde jetzt gehen, weil mein ganzer Chat, tausende von Leuten die ganze Zeit Nein schreiben, dann hat das bestimmt einen Grund, habe ich mir gedacht. Okay. Ich habe dich nicht beleidigt oder irgendwas anderes. Okay, alles gut. Also, ich sehe das eigentlich auch so. Ja, was Daniel, heißt? Alles gut. Für mich ist die Sache, ich gestern, chill, warte, cool. Mich so zu verurteilen, aber mit Leuten ein Palaber machen auf TikTok. Sorry, aber ich habe wirklich keine, was sie getan. Das hat nichts mehr mit Vorurteilen zu tun. Ja, sie hat niemandem was getan. Sie ist ja voll lieb. Der Name nach ihm. Walla, warum schauen wir uns das überhaupt an, Bruder? Walla, sie hat doch gar kein Rederecht mehr. Ich schwör alles, Bruder. Sie hat doch kein Recht mehr, irgendwas hier zu sagen, Bruder. Walla, wie soll man denn noch ihre Worte ernst nehmen? Hand aufs Herz jetzt. Sie hat angeblich nichts getan. Was erwartest du denn jetzt von uns? Erwartest du jetzt von uns, dass wir am nach ihm die Chai bringen oder was? Was erwartest du jetzt? Du hast doch Scheiße gebaut. Mach dich doch für deine Scheiße gerade. Ganz einfach. Vorurteilen zu tun. Ich hab dieses Gefühl jetzt bekommen, dass Zeit. Also, so gibt mir das Gefühl, dass Zeit gar nichts gegen dich hat. Überhaupt nichts. Hab ich auch nicht. Und dass sie gerne einfach alles, also Zeit ist ja nicht ohne Grund einfach reingekommen und sie wollte einfach das so entspannt zu klären und fertig, dass sie will ja kein böses Blut zwischen niemandem haben oder so. Und Shelly, was mein Problem ist, ich hasse es, wenn man sich in Opferrolle reinsteckt und dann mich darstellt, als wäre ich der Böse. Allah, sie hat recht. Also, der hat recht. Abu Said, sorry, Bruder. Er hat ganz klar recht. 100%. Das sieht doch ein Blinder, was sie hier gerade versucht. Mach deinen Mund auf, Abu Said, Abu Big Said. Mach deinen Mund auf. Lass dir nichts gefallen. Von niemandem. Lass dir von niemandem was gefallen. Wenn du ein Hack bist, dann bist du ein Hack. Ganz einfach. Er kam echt arrogant rüber. So meinte ich das nicht. Ich habe sogar kommentiert. Weil im Nachhinein habe ich auch gesehen, so wie ich es gesagt habe, kam arrogant rüber. Aber ich denke nicht, dass ich was Besseres bin. Das weiß jeder. So, habe ich auch nicht gesagt. Das kam nur in dem Moment so rüber. Also so, verdreh bitte meine Worte nicht. Ich rede doch ganz normal mit dir. Ich will hier gar nicht mit dir hier dich provozieren oder mit dir beefen, was weiß ich was. Ich sag dir einfach nur, was mich gestört hat. Weißt du, was ich meine? So. Ganz einfach. Ja, und es hat mich auch gestört, dass mein ganzer Chat gegen dich war. Dann hättest du es dem Chat sagen können. Ich zum Beispiel, wenn meine Community so Hate schiebt, sage ich, hey Community, wartet bitte, lass mich das regeln, wir können ein bisschen gucken. Aber habe ich dir die Möglichkeit nicht gegeben? Habe ich nicht gesagt, dass alle das reinschreiben? Danach hast du gesagt, nicht alle Gerüchte sind wahr. Nein, ich habe gesagt, lern mich doch erstmal kennen. Du so, ich werde mich melden und ich werde mich informieren, wer du überhaupt bist. Das macht man nicht. Warum nicht? Warum denn? Was juckt mich das, was außerhalb von dir im Internet geschrieben wird? Ich möchte dich selber kennenlernen. Ist mir scheißegal, was Leute über dich sagen. Ja, hallo, Amenakoin, was erwartest du jetzt? Erwartest du jetzt, dass Abu Big Said, Batista Said dich abholt und dir dann Phantasialand fährt oder was, Amenakoin? Was erwartest du jetzt? Wie soll sie dich denn kennenlernen, Bruder? Normal schaut sie sich diese Videos an. Junge, ich kann mir das nicht mehr geben, Bruder. Die wiederholen sich doch tausendmal. Hä? Ist doch ganz klar, dass Abu Said wissen will, wer du bist, was du machst, warum die Leute das kommentieren. Das hat ja alles irgendwo Hand und Fuß. Die machen das ja nicht ohne Grund. Niemand schreibt da unten.
ohne Grund diese Sachen rein. Ganz einfach. Hör auf, dich da rauszureden, ja? Aber du weißt ja nicht, wie ich privat bin. Junge, was für privat? Dann sei doch einfach so, wie du bist. Wieso verstellst du dich? Wieso hast du zwei Masken? Das beweist einfach nur, dass ihr fake seid. Ihr seid fake. Bist du gar nicht so, wie das du dich fühlst. Wir sind keine, wir sind nicht im privaten Leben am befreundet sein, weißt du? Wir sind live. Und ich möchte nicht mit, zum Beispiel Leuten live gehen, die zum Beispiel rassistisch sind, zum Beispiel, weißt du? Okay, dann frag mich doch, hey, warst du mal rassistisch? Hast du irgendwas gesagt? Dann sage ich nein, dir, hey, aber nein, das stimmt nicht. Aber guck mal, mein ganzes, ich sag dir schon 50 Mal, ich war überfordert, weil jeder Nein geschrieben hat. Verstehst du, was ich gerade sage? Okay. Ich war überfordert, weil alle, noch nie ist es passiert, alle haben Nein geschrieben. Okay. Warum bekriegt ihr euch? Ich check das nicht. Es ist so unnötig. Der sagt das und der sagt das. Ich check das nicht. Es ist kein Krieg. Guck mal, ich, wenn jemand mit mir ganz normal was klären möchte, kläre ich das auch. Aber wenn man dann mich anfängt zu angreifen, mich schlecht darzustellt und sich selber nicht aufbauen. Ich hab dich nicht einmal angegriffen. Ich hab dich nicht einmal angegriffen. Entweder hörst du auf, mir zu widersprechen, oder du beweist einfach immer mehr, dass du gerade wirklich irgendwas versuchst hier. Okay. Okay, Leute, wenn du hast, auf die For You-Page zu kommen, ich bin da auf jeden Fall raus. Ich bin For You-Page. Okay, was wolltest du jetzt damit erreichen? Ey, Bruder, wie erreichen? Shelly hat doch Anfrage geschickt und Shelly wollte das doch mit dir angeblich öffentlich klären. Der hat doch einfach nur seine Meinung gesagt. Was ist jetzt daran so schlimm? Walla, was ist jetzt daran so schlimm? Ich hab's nicht verstanden, Bruder. Ha, angeblich, ja, du möchtest jetzt nur auf die For You-Page kommen, da bin ich raus. Wie For You-Page kommen? Dann komm nicht live, wenn du nicht auf die For You-Page landen möchtest. Dann geh nicht live, klärt das privat einfach. WhatsApp-Anruf, Video-Anruf, FaceTime. Heutzutage gibt's sehr viele Möglichkeiten. Aber das war auf jeden Fall eine bewusste Strategie von Shelly, jetzt da diese Show abzuziehen. 100 Millionen Prozent, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Walla, alles Bluff, alles Heuchler, Bruder. Ich kann, Walla, manchmal denke ich ehrlich so, Bruder, warum? So, wieso? ...worden ist und dass alle Kommentare waren, oh mein Gott, arme Shelly, arme Shelly. Und sie hat gecheckt, es funktioniert. Jetzt macht sie es einfach nochmal und sie hat es gerade am Ende nochmal gemacht und noch mehr bewiesen. So, I'm so sorry, aber mehr kann ich das auch nicht sagen. Für mich ist sie einfach nur noch, keine Ahnung, ich habe wirklich gar keine Meinung mehr über sie. I don't give a fuck. Weil ich bin einfach sehr confused. So, sie will sagen, dass ich schlecht bin, weil ich auf ihre schlechte Taten reagiert habe. Versteht ihr die Situation? Ich erkläre es nochmal. Sie war sauer darauf, dass ich auf ihre schlechten Taten reagiert habe. Das ist einfach Definition von manipulieren. Das ist einfach die Definition davon. Stark, Abu Big Said, Batista Said. Walla, der hat recht. Ich hoffe, alles, der hat recht. Punkt aus Ende. Walla, lass dich auch von niemandem was sagen. Walla, lass dich von Shelly nicht sagen. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Versucht einfach wieder, die Leute zu manipulieren. Ich, Walla, die ist gut im Manipulieren, ha? Aber leider kommt das nicht durch, weil die Leute das direkt checken. Du kannst diese Show wahrscheinlich nur bei Gülo abziehen, weil Gülo hat IQ wie Ameisenbeine. Weißt du, was ich meine? Aber ich find's stark, Digga. Batista Said, Lan, lässt sich nicht sagen. Universum Boxen, Walla, das wäre krass, Bruder. Seid mal ehrlich. Said, ich sag dir eine Sache, bitte geh bei ihr rein, weil das hat sie schon hart getroffen persönlich. Was genau? Na, ich weiß nicht, was da zwischen euch war, ich misch mich da auch nicht ein, ich bin der letzte Mensch, der sich da irgendwie einmischt oder sonst was. Das Einzige, was ich gesagt habe, war, bei mir schreiben sehr viele negative Dinge, ich muss mich informieren, ob die Dinge stimmen. Und dann, weil, und wenn sie richtig schlimme Dinge gemacht hat, dann möchte ich ja nicht mit ihr live gehen. Das war es einfach. Okay, aber wenn sie schlimme Dinge gemacht hat, okay, für die Dinge, die sie schlimm gemacht hat, will ich sie gar nicht in Schutz nehmen. Aber in jeglicher Art und Weise, so, guck mal, Said, stell dir mal vor, jemand kommt so zu dir, du hast einen Fehler gemacht und so weiter und so fort und du bereust diese Dinge. Ich verstehe das ja auch. Nein, warte, Said. Guck mal, Daniel, Bruder, du musst hier auch eine Sache berücksichtigen. Ich habe so einen großen Jara. Warum bereut das denn Shelly? Bereut das Shelly im Herzen oder bereut das Shelly, weil die Leute auf jeden Fall die auseinandergenommen haben. Das ist die Sache, mein Bruder. Frag dich das mal, wieso die das angeblich bereut. Sie bereut gar nichts, Bruder. Das ist einfach nur alles Show in der Öffentlichkeit, damit die weiter ihr Geld verdienen kann, damit die Leute sich weiter feiern. Aber Wallah, geht nicht mehr. So, es ist so. Punkt. Geht nicht mehr. Habt ihr ja gesehen. Wir labern hier ja keine Scheiße, Bruder. Es ist ja so wirklich passiert alles. Deswegen, Daniel, Bruder, jetzt, guck mal, du scheinst ein sehr, sehr korrekter Junge zu sein. Du bist auch mit sehr, sehr vielen Leuten gut, mit denen ich gut bin. Ich weiß, dass du ein sehr, sehr ruhiger, lieber Junge bist. Aber Bro, bitte, du zerstörst dich einfach nur selbst, wenn du die ganze Zeit eine Shelly schützt. Weil du weißt ganz genau, Shelly hat Fehler gemacht. Aber nein, guck mal, es gibt Dinge, die sind einfach so ein bisschen für mich einfach zu weit, weißt du, zum Beispiel, ich kenne sie ja nicht, was, hey, wenn hey, sie hey. Rassistisch war zum Beispiel, weißt du, und sowas hey, geht dabei hey, gar hey. Nicht mehr.
Safe, verstehe ich, voll und ganz. Ja, deswegen habe ich gesagt, ich muss mich kurz umhören, also Informationen außerhalb bleibt. Ich habe sie nicht schlecht geredet oder so. Mhm. Warum zeigst du dich nicht? Weil ich gerade nicht geschminkt, aber ich habe... guck mal, wie ich aussehe! Digga! Guck, ja, so gucke ich auch! Ja. Ich finde es relativ peinlich, dass man das auf sein Gesicht malt für ein paar Euros. Junge Abu Said, du musst YouTuber werden. Der Traum, ja, Abu Said. Du, die kann gut verteilen, ja. Ich sag dir ehrlich, Bruder. Aber der hat recht auf jeden Fall. So, Abu Said hat recht, Bruder. Ja, richtig. Für ein paar Euros, aber komm, die schminken sich, die malen sich einfach die Fresse an. Ich möchte jetzt auch Daniel nicht die ganze Zeit verteidigen, Bruder. Ich find's einfach traurig, dass ein erwachsener Mann, jetzt nicht nur Daniel, sich vor die Kamera stellen und sich schminken für ein bisschen Geld. So, selbst auch wenn die viel Geld bekommen sollten. Ey, ihr habt doch Kinder, ihr habt eine Familie, ihr habt eine Frau zu Hause, Bro. Hört auf euch zu schminken, hört auf euch irgendwas anzumalen an. Ihr macht doch so auf Erwachsenen angeblich geheiratet mit 18 und was weiß ich was. Dann hört auf, so eine Kinderkacke zu machen für ein bisschen Geld. Wenn ihr Geld braucht, geht entweder richtig arbeiten oder macht euer Job richtig, Bruder. Ihr habt doch Reichweite, Alter. Macht doch Vernünftiges, Alter. Bunea, Manakim. Jetzt hat doch selbst was. Was ist das? Dann Männer setzen sich auf Flaschen. So weit sind wir gelandet, Bruder, wegen der Bestrafung. So weit sind wir gelandet. Stellt euch mal vor, deren Kinder werden irgendwann mal älter, Bruder. Die werden auch irgendwann mal volljährig und schauen sich dann mal die Videos an, Bruder, weil diese Videos kriegst du nicht mal raus. Weißt du, wo werden diese Videos immer landen? Ich glaube, die meisten wissen noch, wer hier explizit gemeint ist. So, Leute setzen sich einfach auf Flaschen, Bruder. Ich werd behindert. Leute, was soll ich euch dazu sagen? Ich bin auf jeden Fall müde, Bruder. So, ich sag dir ehrlich, ich muss jetzt auch wieder kacken, Bruder. Ich habe immer noch Durchfall, ne? Ich habe ja im letzten Video erzählt, dass ich 8-mal gekackt habe, Bruder. Heute waren es nur 4-mal. Trotzdem viel, Alter, Bruder. 4-mal kacken in 24 Stunden, Bruder. Normal. Bruder, ich muss zum Arzt, Bruder. Irgendwas stimmt bei mir nicht. Ich hoffe, irgendwas stimmt bei mir nicht, Bruder. Irgendjemand will mich vergiften. Ich meine das wirklich ernst. Ich glaube, Shelly möchte mich vergiften. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, ha? Aber egal, Leute, schnallt euch an. Ich habe euch versprochen, demnächst wird sehr, sehr wild. Bleibt gesund, passt auf euch auf und besorgt euch schon mal Chips in XXL-Version. Es wird krank. Ja, stimmt, Lejanko hat mich hochgepusht. Doch was wäre Social Media heute ohne uns? Ganz am Rande, wir haben uns nie hochgelutscht. Deshalb ist die neue Milli zwischen Bauch und Hosenboden.